Hallo, hier ist die Andrea Sauvigny. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich mache heute weiter mit dem Vortrag Hormone und ätherische Öle, dem zweiten Teil. Und zwar wird es heute darum gehen, vom Hormonchaos in der Pubertät hin zur inneren Balance, wie man das erreichen kann. So, also der Professor Hüther hat festgestellt, dass die Frontallappen umstrukturiert werden bei den Jugendlichen, die in die Pubertät kommen. Das heißt, hier direkt hinter der Stirn, da sitzen die Frontallappen und da sitzt das klare Denkvermögen. Und das heißt, das ist in dieser Zeit der Pubertät ziemlich eingeschränkt. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, da hat jemand nicht alle Tassen im Schrank und das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil dann kann man etwas gelassener mit den ja, etwas ungewöhnlichen Situationen umgehen, die da mit pubertierenden Jugendlichen oft kommen. Das Gehirn greift in diesem Übergang vermehrt auf die Basis des limbischen Systems zurück, von dem haben wir ja das letzte Mal schon gehört. Es gibt also überschäumende Gefühle und Emotionen und wenig Gefühlskontrolle. Emotionale Abgrenzung ist ein Thema in dieser Zeit. Es kommen häufig auch Traumata, Verletzungen und frühe Programmierungen sehr deutlich hervor, weil eben nicht mehr gefiltert durch die Logik. Dann gibt es des Öfteren Schwierigkeiten mit dem Selbstausdruck. Dadurch macht es sich dann auch häufiger die Schilddrüse bemerkbar, hat man ja gesagt, mit dem Halschakra und diesem Selbstausdruck, der hier lokalisiert ist, dann eben die Herausforderung auf körperlicher Ebene ein Symptom ist von dem dahinterliegenden Problem. Und das sich nicht in der eigenen Haut wohlfühlen, führt dann häufig eben auch zu Akne, Schwierigkeiten in der Sexualität, im Wurzelchakra, in der Erdung. Da kann dann die Farbe Rot unterstützen und die entsprechenden Öle. Und hier wäre nochmal so ein Beispiel, wie wir den Chakren verschiedene Aufgaben zuordnen können. Hier eben dieses Wurzelchakra, das die Farbe Rot hat und mit 432 Terahertz schwingt. Und dann eben das Überleben, die Instinkte, die Stabilität, die Kundalini-Kraft und die Sexualität, hier vor allen Dingen dann die körperlichen Aspekte unterstützt. Und die Hormone, die hier angesiedelt sind, sind die, die in den Nebennierenrinden und im Nebennierenmark gebildet werden. Das heißt im Nebennierenmark das Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Das wären die Stresshormone und Dopamin ein Aktivierungshormon. Die Nebennierenrinde dann das Cortisol, die Androgene, das heißt die männlichen Geschlechtshormone, das Aldosteron, das den Blutdruck reguliert und insgesamt über 40 verschiedene Hormone, die da angesiedelt sind. Das heißt also, bei Problemen in dem Wurzelchakra gibt es dann bei den Hormonen die entsprechenden Herausforderungen oder eben dann die Aufgaben, die hier mit verbunden sind, dann nicht richtig ja, ausgeführt werden können vom Körper. Ja, Aromaöle, die hier unterstützen, wären Lavendel, Nelke, Rosmarin, Pfeffer, Ingwer, Vetiver, Zypresse, Zedernholz und Bitterorange. Man kann natürlich auch auf die Bachblüten gehen mit Clematis vitchestnat, das wäre die Kastanie, die Süßkastanie und Rockrose. Oder eben als Räucherwerk Baldrian, Lindenblüten, Holunder, Guarana. Ist so ein Kaffeeersatz, ist auch stark anregend wirkt, und die Hagebutte. Und da kann man natürlich den Baldrian und die Blüten auch in Richtung Aromaöl verwenden. Auch die Heilsteine, die rot gefärbt sind, können für einen Ausgleich dann ja, unterstützend wirken. Ja, Jugendliche und ihre Probleme. Die kleine Kinder haben kleine Probleme, große Kinder dann große. Und es gibt ein
tolles Buch von der Maria Scherstin, das Duftmedizin für Kinder. Da will ich jetzt auch nicht einzeln auf die Rezepte eingehen, die sie vorschlägt. Das finden Sie in diesem Buch Duftmedizin für Kinder im Kapitel 11 ab der Seite 195. Da kommen viele wertvolle Tipps für Jugendliche. Also zum Beispiel, welche Öle können bei Liebeskummer, ersten Regelschmerzen, bei Suchtverhalten oder jugendlicher Akne und vielem anderen mehr unterstützend wirken, um da eben einen Ausgleich zu schaffen. Es gibt bei doTERRA ein sehr tolles Kinderset mit sieben Roll-ons. Das sind also Ölgemische, die schon mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt sind, sodass sie direkt auf die Haut aufgetragen werden können. Man soll ja die ätherischen Öle pur nach Möglichkeit nicht auf die Haut auftragen. Wenn Sie da mehr dazu wissen wollen, warum und wie man die ätherischen Öle am besten anwendet, dann schauen Sie doch mal auf der Webseite von unserem Verein unter den Videos zu den ätherischen Ölen das Basisseminar an. Da erhalten Sie alle grundlegenden Informationen dazu. Ja, wenn die Kinder schon ganz früh lernen, selbstständig nach ätherischen Ölen zu greifen, um Unterstützung zu bekommen, dann lernen sie das schon und haben das schon intus. Dann braucht man oder dann entstehen im jugendlichen Alter in der Regel schon gar nicht so viele Konflikte, weil die Kinder eben dann schon gelernt haben, wenn sie eine körperliche Herausforderung haben, zum Beispiel der Bauch tut ein bisschen weh, dass sie dann eben mit dem Roll-on aus dem Kinderset, dem Tamer, ganz gut sich selber da ein bisschen was auf den Bauch rollern können. Das Gute an diesen Rollons ist, dass die Kinder das nicht überdosieren können. Es ist auch sehr, sehr spannend, wenn man die Kinder das Öl selber greifen lässt. Die greifen dann eben auch häufig nach der Farbe. Und das schult zum einen die Eigenverantwortung und das Selbstvertrauen. Und die Eltern, die dann vom Verstand rangehen, sind oft überrascht. Aber fast immer stellt man dann fest, wenn man dann schaut, welche Öle in diesem Gemisch drin sind, dass es ja doch richtig gut passt. Und so können die Kinder dann eben auch, wenn sie emotionale Herausforderungen haben, wie Wut, Selbstzweifel, Trauer, Verzweiflung, Unruhe, fehlende Konzentration, Angst, Lernschwierigkeiten, solche Dinge, dann können die schon sich da bei den Ölen Hilfe holen und es ist eben dann kein Ausweichen auf etwas anderes der Fall, sondern wirklich dieses Beschäftigen mit dem, was fühle ich denn gerade und was kann ich dann tun von mir aus in der Eigenverantwortung, um dann eben da Abhilfe zu schaffen, ohne dass sich andere dann stark ja, emotional belastet, weil ich selber nicht in der Balance bin. Also zu dem Kinderset gibt es auch jeweils die passenden Öle für die Großen, also fürs Lernen wäre das für die Erwachsenen das Intune und für die Kinder der Thinker, für das Schlafen das Serenity und für die Kinder der Calmer. Serenity hat einen Kampferanteil drin, deswegen dann eben für die Kinder das andere. En Garde kann man auch gut für Kinder nehmen. Es gibt aber eben, wie gesagt, das Kinderset oder aus dem Kinderset Stronger, das dann etwas abgeschwächter ist und auch für die ganz Kleinen dann schon gut ist. Gleiches gilt für das Deep Blue und den Rescuer. Auch das Deep Blue hat einen Kampferanteil drin, deswegen der Rescuer dann ohne. Das Balance und Steady, das Motivate und Brave und beim Saint Chest haben wir die Pfefferminze drin. Das ist für Kinder, besonders für die kleinen Kinder, oft zu stark. Deswegen im Tamer dann das Spearmint, was dann von den Kindern in der Regel gut vertragen wird. Ja, womit wir den Jugendlichen auch helfen können, wenn sie so solche widerwilligen Phasen haben, wäre mit den entsprechenden Farben.
Es gibt ein tolles Buch auch von der Johanna Paugner, das heißt das Tiroler Zahlenrad. Da kann man auch nach dem Geburtstag mal schauen, welche Farbe denn im Geburtshoroskop fehlt und die dann auch tatsächlich im Zimmer, in der Kleidung oder mit dem Zettel, der in der Hosentasche steckt, ergänzen. Und so steht das Rot für Vitalität oder auch die Steigerung der Vitalität und damit auch die Steigerung der Arbeitsfreude, der Sinneslust, auch Rot zur Erdung. Und es sind in der Regel dann schwere, erdige, würzige, balsamische Düfte, die hier unterstützend wirken, wie zum Beispiel Nelke, Zedernholz, Zimt, Muskatnuss oder Myrrhe. Und der Übergang zu Orangerot, das wären dann mehr das Vetiver, Ylang Ylang, Rosenholz, Wacholderbeeren oder Patchouli. Es wären also Düfte, die hier erdend wirken. Orange, da geht es mehr um die Freude, zur Anregung eben von Lebensfreude, Herzlichkeit, Kommunikation und Kreativität. Das wären warme, frische, lieblich, süße, rosenartig oder blumige Düfte wie die Geranie, Neroli, Petitgrain. Und dann hätten wir eben den Übergang zu Gelb-Orange. Da wären wir bei Ingwer, Mandarine, Karottensamen oder Koriandersamen. Gelb wäre mehr das Grundthema Heiterkeit. Also wenn Aufheiterung notwendig ist, wenn eine gelöste, angeregte und fröhliche Unterhaltung angestrebt wird oder wenn geistige Arbeit ansteht, dann hätten wir hier helle, frische, teils würzig, leichte, scharfe Düfte, wie zum Beispiel Anis, Bergamott, Zistrose oder Basilikum. Und dann den Übergang zu Gelbgrün, da wären dann mehr Fenchel, Limette oder Zitronengras hilfreich. Grün, da geht es in der Regel, die Farbe Grün für Wachstum, Heilung, Weite steht, wie eben auf der Wiese oder im Wald. Die positive Stimmung, die dahinter steht, und hier geht es hauptsächlich um eine harmonische, ausgeglichene und erholsame Stimmung und zum Regenerieren und Heilen oder für inneres Wachstum. Das sind dann harzige, holzige Düfte wie Eukalyptus, Fichte, Teebaum, Kiefer oder Zypresse. Und der Übergang zu Blaugrün, da wäre dann Rosmarin, verschiedene Minzen, Wacholder oder Melisse angezeigt. Blau, die Farbe Blau für den inneren Frieden, wäre dann eben das Thema Ruhe, wäre also auch die blaue Stunde, diese Stunde, wo die Sonne untergeht, wo es noch nicht ganz dunkel ist, aber auch nicht mehr wirklich hell, wo alles so still wird, dass man da auch in die Stille bei sich selber ankommt, das Gemüt besänftigen kann und den Schlaf unterstützt, sodass der auch erholsam wird und dass eben eine friedvolle und kommunikative Atmosphäre auch geschaffen wird. Das sind vor allen Dingen dann milde, beruhigende, krautige Düfte wie Thymian, Kamille, Oregano und Ysop. Ysop ist ein Öl, das nicht für die innerliche Einnahme gedacht ist. Und es sind in der Regel dann, also bei doTERRA auf jeden Fall die Öle, die einen Sicherheitsverschluss haben. Daran erkennt man sofort, ob man ein Öl innerlich nehmen kann oder nicht. Dann den Übergang zu Blauviolett, das wäre also die Farbe Königsblau. Da wären wir dann bei Jasmin, Lavendel, Salbei, Schafgarbe und blauen Rheinfarn. Violett, da wären wir dann bei dem im dritten Auge, das wäre also das Träumen. Das dritte Auge ja auch verbunden ist mit der Zirbeldrüse, also oder die Zirbeldrüse, das nach hinten verlagerte dritte Auge beim Menschen ist. Und dort dieses Schlafhormon Melatonin, aber auch dieses Dimethyltryptamin-Hormon gebildet wird, das eben Träume anregt und öffnet für Intuition und ja, Kontakt mit der Anderswelt. Das ist also zur Steigerung spiritueller Kräfte, für die innere Einkehr und während einer Meditation dann hilfreich, wenn man in frühen Jahren anfängt mit den Kindern zu meditieren.
Also still zu werden, meditieren heißt ja nicht, dass ich jetzt hier sitze und Om singe in einer unbequemen Körperhaltung, sondern meditieren heißt vor allen Dingen mit allen Sinnen bei der Sache sein, die ich gerade mache. Das heißt also, wenn ich esse, dann esse ich und schaue nicht gleichzeitig Fernsehen oder kontrolliere, was im Handy ist oder höre Radio. Und wenn ich gehe, dann gehe ich und unterhalte mich dann nicht ausführlich nebenher. Oder wenn ich im Garten arbeite, dann bin ich voll und ganz bei der Gartenarbeit. Also das ist eigentlich das, was Meditation auszeichnet, mit allen Sinnen bei dem zu sein, was man da gerade macht. Und das kann man Kindern ganz wunderbar auch beibringen. Das sind also vor allen Dingen auch würzig-herbe, holzig-schwere Düfte, die hier unterstützen. Immortelle, das wäre also die Strohblume, Myrte, Galbanum, das wäre der Riesenfenchel und dann das Kajeput, das wäre eine Variante des Teebaumöls. Und dann haben wir den Übergang zu Magenta, das wäre dann das achte Chakra, das schon außerhalb vom Kopf liegt, da werden wir dann, dann werden wir bei Weihrauch, Sandelholz und Rose. Da ist ein Fehler drin, das muss das siebte Chakra heißen, ja, also Magenta ist das Kronenchakra, das muss ich dann mal noch verbessern, weil wir ja beim Träumen hier erstmal bei dem sechsten Chakra, also bei dem dritten Auge sind. Ja, dann haben wir weitere tolle Möglichkeiten, die durch Feng Shui entstehen. Feng Shui ist diese aus dem Asiatischen kommende, vor allen Dingen China kommende Sichtweise auf die Ordnung im Leben und Energieströme, die heilend wirken oder eben zerstörerisch wirken können, hemmend wirken können. Und da ist eine sehr ausgeprägte Lehre von den Elementen, von den Himmelsrichtungen, von Farben, die dazu geordnet werden. Da kommt es dann auch, da kann man dann auch durch das Anordnen von Möbeln im Raum sehr viel erreichen, von Materialien, die in den richtigen Himmelsrichtungen stehen. Auch Lichtquelle und Lichteffekte können da vieles bewirken und man kann dann auch ätherische Öle in Wandfarben oder in Diffusoren dann verströmen und damit die Energie positiv verändern in einem Raum. Also das ist ein weites Feld und da gehen wir etwas mehr in dem Online-Ausbildungskurs drauf ein und wer da selber ein bisschen lesen möchte. Das wäre ein tolles Buch von der Maria Schastin und dem Markus Idel, Duftmedizin und traditionelles Feng Shui. Feng Shui ist also ein weites Feld, das ist eine lange Zeit der Ausbildung und der Erfahrung sammeln. Und da ist es auch sinnvoll, wenn man merkt, irgendwas stimmt in der Wohnung nicht, dass man sich einen entsprechenden Berater dann auch sucht, der da mal schaut, wo klemmt es denn und wie kann man das etwas auf die Persönlichkeiten anpassen, die in der Wohnung dann auch leben. Es ist auch abhängig von dem Geburtsdatum, kommt da auch hinein, welcher Typ man ist und welche Himmelsrichtungen für einen dann heilsam sind und welche eher nicht. Ja, dann können wir mal 15 interessante ätherische Öle für die hormonelle Balance mal nennen. Wir haben ja jetzt nach den Farben schon gehört, jetzt sind die hier mal nach der Dr. Marissa Snyder etwas sortiert, nämlich nach beruhigend, dämpfend und mildernd. Da hätten wir das Basilikum, dann hätten wir das Clary Sage, den Muscatella Salbei. Diese beiden Öle sind nicht gut geeignet für die Schwangerschaft oder beim Stillen. Das ist normalerweise in der Pubertät ja hoffentlich auch noch kein Thema. Dann haben wir das Geranium, dann Jasmin, Lavendel, Neroli, und dann die römische Kamille, die da dämpfend, beruhigend und mildernd wirken.
Erdend und ausgleichend sind dann vor allen Dingen Rosmarin, Sandelholz, Zedernholz, Thymian und Ylang-Ylang. Und dann haben wir auch noch Öle, die erhebend, anregend und energetisierend wirken. Und da wären wir vor allen Dingen bei Lemon, also Zitrone, bei Pfefferminze und bei Bergamott. Und so kann ich also, wenn ich merke, ich brauche, oder wenn der Teenager merkt, jetzt hänge ich im Loch und ich brauche ein bisschen was, was mich anregt und die Stimmung hebt, oder ich als Eltern merke, da ist jemand mies drauf, dann kann ich schon mal die Zitrusdüfte greifen und die im Raum diffundieren, damit dann die Stimmung etwas sich anhebt. Ja, es gibt auch ein tolles Set nach der emotionalen Öle. Das ist eine Mischung. Das sind sechs verschiedene Öle. Da gibt es auch ein Ausbildungsseminar dazu, ein eigenes. Und hier ist erstmal so grob angezeigt, was diese Öle machen können. Sie können sich ja aus dem Video auch einen Screenshot machen und da nochmal ins Detail gucken. Da möchte ich jetzt also so einzeln gar nicht drauf eingehen, weil wie gesagt, da kann man einen ganzen Tag drüber sprechen. Die allerbeste Auswahlmöglichkeit ist die Nase, indem ich drüber schnupper und dann nach der Nase entscheide, was ist es denn, was mir da gerade hilft. Ja. Die Auftragpunkte, die erkläre ich gleich noch. Ja, hier hätten wir diesen Ausgleich von Emotionen, also Konsol, das wäre die tröstende Mischung. Wenn da sind vor allen Dingen Blumen- und Baumöle drin, wenn Sorgen oder Trauer da ist, dass eine Aufmunterung notwendig ist und dass Gefühle von Frieden und Hoffnung eben gefördert werden können. Dann hätten wir die erneuernde Mischung, das wäre das Forgive. Das wäre also, wenn großer Ärger da war, also Vergebung nötig ist oder Erneuerung. Das wären jetzt hier hauptsächlich Baum- und Kräuteröle. Das kann also Angst und Schuldgefühle lindern und Liebe und Vergebung fördern. Immer wie gesagt, mit der Basis, dass die ätherischen Öle ja direkt über das limbische System wirken und dort eben die Gefühle gesteuert werden, sodass die Nase stark mit den Gefühlen eben zusammenhängt. Die ermutigende Mischung des Peace wäre dann, wenn Gelassenheit und Frieden notwendig ist. Und das wären dann Blumen- und Minzöle, die ängstliche Gedanken und Sorgen lösen können und dann eben eine friedvolle Zusammensein oder auch eine friedvolle Zufriedenheit erzeugt werden kann. Dann hätten wir auch noch eine inspirierende Mischung des Passion. Das wäre also, wenn Leidenschaft oder Inspiration nötig ist. Das wären dann mehr die Gewürz- und die Kräuteröle für Leidenschaft und Lebensfreude wie Kardamom, Zimt, Ingwer, Gewürznelke, Sandelholz und so weiter. Dann hätten wir auch die anregende Mischung, das wäre das Chia für gute Laune. Das sind, wie nicht verwunderlich, weil wir es vorher schon gehört haben, vor allen Dingen Zitrusöle drin, aber auch noch Gewürzöle. Also wenn Hoffnungslosigkeit da ist oder Sorgen oder Desinteresse, dann kann damit aufgemuntert werden. Also Jugendliche, die Lernschwierigkeiten haben, da ist man mit dem Chia schon mal ganz gut dabei. Die ermunternde Mischung, das wäre das Motivate, wenn das Selbstvertrauen im Keller hängt und ein bisschen gestärkt werden, ein bisschen Stärkung benötigt, dann wären das Zitrus- und Minzöle, die hier anregen und inspirierend wirken können. Für die Kinder gibt es da eben, wie gesagt, auch die Mutmischung, das Brave. Da ist dann die Pfefferminze draußen, weil die Kinder in der Regel Pfefferminze nicht so gut vertragen. Wenn man Minzöle haben möchte, für Kinder dann besser das Spearmint. So, hier haben wir noch für Ausgleich von Emotionen. Das ist nicht in dem
ja, emotionalen Öle setzt, sondern ein eigenes Öl. Das heißt Elevation, wäre also auch gut geeignet, wenn die Kinder oder die Jugendlichen nicht motiviert sind und mit dem Selbstvertrauen Schwierigkeiten haben, dann kann man hier mit so einem Öl ganz Wunderbares auch erreichen. Citrus Bliss ist auch so eins, das hauptsächlich Zitrusöle im Gemisch enthält, zur Stressminderung, zur Anregung des und des emotionalen Gleichgewichts auch. Und dann hätten wir hier eben, wie gesagt, noch das Intune, was vorher schon angezeigt wurde, kurz im Vergleich zu den Kinderölen. Da hätten wir eben dann die Ausgeglichenheit, die Ruhe und die Konzentration, die hiermit gefördert werden kann. Das Kinderöl dazu, der Thinker. So, es gibt auch noch eine Yoga Collection, da gehe ich jetzt aber ganz kurz nur drüber, dass wir das mal angesprochen haben. Das wäre das Anchor, eine stabilisierende Mischung. Das kann man also auch nicht, braucht man nicht nur beim Yoga ausführen verwenden, sondern kann man es auch so verwenden. Es gibt noch ein Align, was man auch für die Zentrierung und für Selbstvertrauen nehmen kann, oder ein Arise. Diese Ölmischung, die dann wieder mehr Zitrusöle drin hat, um eben die Stimmung zu heben. Und wie gesagt, bei der Vielfalt der Öle ist es immer gut, wenn man dann einfach mit der Nase entscheidet und greift. Und häufig ist es auch schon die Farbe, die einem anspricht. Und da hatten wir jetzt ja schon ausführlich drüber gesprochen, dass die Farbe eine deutliche Wirkung hat auf die Seele. Jetzt hier noch die Reflexzonen, wo wir auftragen können. Wenn wir hier mal schauen, dann haben wir hier, ich gehe mal mit dem Cursor drauf, in der Mitte des Schädels, nicht ganz in der Mitte, sondern als Anhang unten an dem Thalamus, am Hypothalamus die Hypophyse hängen. Der Hypothalamus und der Thalamus gehören zum limbischen System. Ja, und hier hätten wir die Schnittmenge Hormonsystem und Nervensystem. Und hier sitzt dieses nach hinten verlagerte dritte Auge, diese Zirbeldrüse. Und in der dann das DMT und das Melatonin gebildet wird. Also die Zirbeldrüse auch die ganzen Tag-Nacht-Rhythmen des Körpers taktet. Ja, und wenn wir, also das haben wir jetzt gerade schon besprochen, wenn wir schauen, wo sitzen denn diese Reflexzonen, zum Beispiel am Fuß, dann haben wir hier die Hypophyse und hier die Zirbeldrüse. Hier am großen Zeh haben wir praktisch das ganze Gehirn und hier herunter beginnt die Wirbelsäule, sodass wir hier ganz wunderbar bei Kindern und Jugendlichen, wenn also im Gehirn die Schwierigkeiten sind, wir haben ja gehört, der Frontallappen strukturiert sich um und insofern kann es da zu erheblichen Schwierigkeiten kommen, emotionaler Art und verstandesmäßiger Art, sodass wir hier gut helfen können, indem wir die Öle unter den großen Zehen reiben. Und interessanterweise haben wir diese gleichen Reflexzonen hier auch am Daumen. Das heißt, wenn die Jugendlichen sich das selber anwenden, dann am besten das ätherische Öl auf den Daumen geben und mit dem Daumen dann die Großzehen einreiben. Also Großzehenunterseite mit den Daumen einreiben ist da eine super Sache. Und bei den kleinen Kindern oder bei den Babys ein Trägeröl nehmen, allerhöchstens ein Tropfen Ölmischung oder Öl, das man rausgesucht hat, und dann damit die Füßchen einreiben. Oder bei den Säuglingen ein Strich mit dem Rollon vom Kinderset und damit mit dem Trägeröl dann noch über die Füßchen gehen, sodass da die Konzentrationen stimmen. Wenn wir zum Abschluss noch sagen, wie schnell ein ätherisches Öl wirkt, dann können wir sagen, über den
Riechnerv ist es, erreichen die Moleküle nach 22 Sekunden schon das Gehirn, also in den Diffuser reingegeben, wirkt es praktisch sofort. Und nach 2 Minuten erreichen die Moleküle dann das Blut und werden über den ganzen Körper verteilt. Und nach 20 Minuten können wir sicher sein, dass in jeder Zelle die ätherischen Moleküle dann auch angekommen sind. In einem Tropfen sind so viele Moleküle drin, dass da viele tausend einzelne Moleküle pro Zelle im Körper dann auch zur Verfügung stehen. Hier habe ich mal eine Tabelle entwickelt oder entworfen, weiterentwickelt, wie man die Dosierungen machen kann. Also das Aromatik heißt Inhalation oder Diffusion. Das Internal wäre innerlich in einem Glas Wasser oder in einen Saft verdünnt eingenommen. Oral ist dann gedacht, dass man innerlich das einnimmt, indem man vorher die Öle in eine Kapsel getropft hat. Das macht man meistens mit den Ölen, die sehr streng schmecken, wie zum Beispiel das Oregano. Das ist sehr scharf und heiß ist das Öl. Das nimmt man dann besser in einer Kapsel zu sich, sodass die sich dann erst im Magen auflöst, sodass man dieses Öl dann nicht so auf den Geschmacksnerven hat. Der Mahl wäre dann eben am besten verdünnt mit fraktioniertem Kokosöl. Grundsätzlich kann man jedes andere Öl auch nehmen oder eine Hautcreme, aber das Kokosöl ist relativ inert, soll heißen, reagiert nicht mit den ätherischen Ölen und hält die auch nicht fest und ist sehr ähnlich der Hautstruktur. Das heißt, es dringt gut in die Haut ein und ist geruchsneutral. Ja, deswegen nicht Kokosöl, sondern fraktioniertes Kokosöl. Da haben wir dann im Endeffekt nur die Caprylsäure da drin noch. Ja, dann müssten wir mal gucken hier. Die Anzahl der Tropfen, das sehen wir, je jünger die Kinder, desto weniger Tropfen. Also für die ganz Kleinen nur einen Tropfen und innerhalb von 24 Stunden dann halt maximal 2 bis 4 Tropfen. Ja, und bei den Erwachsenen, also die kleinsten Kinder nur auf die Haut und inhaliert. Und innerlich ist für die kleinen Kinder nichts und für die etwas größeren dann schon. Und in Form von Kapseln dann sowieso eher nur für die Erwachsenen. Wir haben hier noch eine Verdünnungstabelle. Wenn wir 3%ige Lösungen herstellen, dann würden wir eben auf 10 Milliliter Trägeröl 6 Tropfen geben oder auf 100 Milliliter Trägeröl 60 Tropfen. Das ist, wenn wir akute Situationen haben und nur für eine kurzfristige Anwendung gedacht, auch nur bei Erwachsenen. 2%ig wären dann die Erwachsenen, die keine Herausforderung haben mit der Haut. 1%ige Verdünnung, das wäre so ab 7 Jahren oder Erwachsene mit sensibler Haut und für die langfristige Anwendung gedacht. Und 0,5%ige Lösungen, das wäre dann für Babys, für Kinder bis zu 7 Jahren, für Schwangere und für betagte Menschen dann sinnvoll. Ja, und dann möchte ich für heute schließen mit einem Gedicht. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, dass keiner von uns sprechen kann. Wir verstehen nur den Duft, den wir verbreiten in der Atemluft. Seinen Duft kann man verändern, gerade so, wie man sich fühlt. Wer nett ist, riecht nach Rosen, der andere, als ob er in der Scheiße wühlt. Wer was erzählen will, der komponiert den Duft von fremden Orten, wo es nach Orchideen und süßen Trauben riecht. Doch wer Tabakrauch nur kennt und tote Orte, der versteht den Sinn dieser Sprache wohl nicht. Ja, also die Sprache geht über der ätherischen Öle, erreicht uns über den Duft und geht ungefiltert in unser Bewusstsein.
Im nächsten Teil wird es um Stress und Schlaflosigkeit gehen. Das wird dann in einer Woche ungefähr zur Verfügung stehen. Diese Videoserie, die es geben wird ab dem 7. Januar 2022, werde ich damit beginnen. Ist kostenpflichtig. Das hat verschiedene Hintergründe. Da bekommen Sie dann ein ausführliches Skript. Und wer sich da interessiert, möge gerne mit mir Kontakt aufnehmen über die Webseite des Vereins oder über die Vereins-E-Mail, das info@wegeindieneuezeit.de. Das kommt jetzt nachher dann nochmal. Also das wird kommen und ist als Ausbildungskurs gedacht. Und wer Bedarf an einer persönlichen Beratung hat in puncto ätherische Öle oder überhaupt in puncto Gesundheit, der darf sich gerne persönlich bei mir melden übers Telefon und oder über meine Webseite der Praxis. Und dann können Sie sich auch einen Termin in der Praxis geben lassen. Und auf der Praxis-Webseite können Sie sich auch über das Therapieangebot informieren. Dann verabschiede ich mich für heute. Wir freuen uns vom Verein aus, dessen Präsidentin ich ja bin, wenn unsere Gemeinschaft weiter wächst. Und Sie können schon für 20 Euro im Jahr Fördermitglied bei uns sein. Es gibt eine einmalige Aufnahmegebühr von 5 Euro. Und damit können Sie die Arbeit unterstützen, die ich hier mache, und auch auf unserer Vereinswebseite natürlich schauen, was wir sonst noch für Angebote haben. Dann verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche einen schönen Tag. Tschüss!